Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Xmas Battles 2014. Das ist der Spielstand nach den ersten drei Spielen und wir machen weiter mit Fußball, Tennis und Hockey. Die Coaches treten als erstes gegen Team Mona an. Team Petsche wird von Team Petko herausgefordert. Die Spiele finden gleichzeitig statt. Auf zwei Plätzen treten die Teams im Fußball-Tennis gegeneinander an. In der anderen Hälfte der Halle wird Hockey gespielt. Oh, ein Treffer für die Coaches. Schalten wir direkt in die Finalspiele. Gewinnen auch hier in beiden Disziplinen und holen 10 Punkte. Und das ist der neue Gesamtpunktestand. Und wir kommen zum nächsten Spiel, Baseliner. Im Baseliner spielen die Teams 1:1 Punkte gegeneinander aus. Wer den Punkt verliert, ist raus aus dem Spiel. Wer keinen Spieler mehr übrig hat, verliert die Partie. Bei Team Petsche kämpft Sumit Nagal gerade als einzig übriger Spieler gegen Team Mona. Wird er diese Partie mit dem Rücken zur Wand gewinnen? Und tatsächlich holt Nagal den Einzug ins Finalspiel für sein Team. Was machen die Coaches? Die Coaches haben kaum einen Spieler verloren und müssen lediglich noch einen Gegner ausschalten. Hier haben wir das Finale. Die Coaches gegen Team Petsche. Und auch hier liegen die Coaches wieder deutlich in Führung. Und auch Petsche ist raus. Aber sie haben ja noch Jürgen Melzer. Jetzt hängt alles vom Österreicher ab. Okay, das kam unerwartet. Die Coaches servieren Team Petsche ab. Team Petko besiegt Team Mona. Das ist der Spielstand. Und es geht weiter mit Grip Tennis und Tennis mit der falschen Hand. Und Team Petko riecht den Sieg. Können Sie das Ding hier schaukeln? Und Sie schaffen es. 5 Punkte gehen an Team Petko. Und Mike Burla holen den Sieg für Team Mona im Grip-Tennis.
Es geht weiter mit den Doppel-Tiebreaks und Two Up, Two Back. Die Doppel gewinnen die Coaches, Two Up, Two Back, Team Petsche. Team Petko und Team Monat rennen sich ebenfalls unentschieden mit jeweils einem Punkt. Das ist der Zwischenstand nach dem 10. Spiel. Und wir machen weiter mit Frisbee. Die Frisbee-Scheibe muss einmal über alle vier Courts hinweggeworfen werden. Am Ende der Halle steht ein Teammitglied, das versucht, die Scheibe zu fangen. Dabei darf er sich nicht aus dem Spielfeld herausbewegen. Jedes Team darf drei Spieler stellen, von denen jeder zwei Versuche hat. Team Mona schafft es am Ende als einziges, zwei Treffer zu landen. Team Coaches und Team Petsche gehen in die Verlängerung um Platz 2. Mit dieser halsbrecherischen Aktion holt René Reimann den 2. Platz für sein Team und die Coaches holen 3 Punkte. Team Mona gewinnt jedoch Frisbee und bringt 5 Punkte nach Hause. Das ist der Endstand nach den ersten 12 Spielen. Weiter geht's im 3. Teil der Xmas Battles.